Auf diesem kleinen Flecken Erde werden geheimnisvolle Vorgänge erforscht. Diese Forschung dient der Aufklärung der schlimmsten Verbrechen der Welt. Hier arbeiten forensische Wissenschaftler, Kriminalisten und die Toten gemeinsam an der Enthüllung der Geheimnisse des menschlichen Verfalls. Es ist kein Areal des Todes, es ist ein Areal des Lebens. Der Tod ist nicht das Ende. Die Body Farm. Hier wird die Grenze zwischen Leben und Tod in Frage gestellt, um die faszinierenden Rätsel der Toten zu lösen. Der Tod trifft uns alle, früher oder später. Allein in Amerika sterben 1,5 Millionen Menschen im Jahr. Doch was passiert nach dem Tod? Seit Jahrhunderten versucht die Wissenschaft, den natürlichen Verfall von Fleisch und Knochen zu erfassen. In dieser einzigartigen Forschungsstation werden die Vorgänge nach dem Tod untersucht und entschlüsselt. Hier ist der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn eines erstaunlichen Vorgangs. Genau beobachtet von Anthropologen und forensischen Wissenschaftlern der University of Tennessee. Wir üben jetzt, wie wir ihn vom Laster herunterheben. Eine von ihnen ist die junge Akademikerin Robin Miller. Der Oberkörper ist schwerer. Schaffst du es? Robin Miller hofft, neue Ergebnisse über die Bedeutung von bestimmten Schlüsselfaktoren beim menschlichen Zerfallsprozess zu gewinnen. Okay. In der Kunststoffhülle befindet sich die Leiche eines 76-jährigen Mannes. Wir bringen ihn vielleicht am besten dort rüber. Und das hier legen wir unter ihn. Zusammen mit Robin Miller wird er neue Erkenntnisse erarbeiten. In dieser eigenen Welt begegnet man den Toten nicht mit Angst, sondern man nähert sich ihnen jeden Tag mit Respekt und Dankbarkeit. Ich nehme mir immer eine Minute Zeit, um mich zu bedanken. Denn ohne sie könnten wir nicht arbeiten. Und diese Forschungsstation würde es nicht geben. Offiziell nennt sich diese bemerkenswerte Einrichtung Anthropologisches Forschungsinstitut. Doch meistens sagt man einfach nur The Body Farm, die Farm der Leichen. Die Körper wurden von den Verstorbenen selbst oder ihren Familien zur Verfügung gestellt. Manche sind unbekannte Tote aus der Leichenhalle des Bezirks. Jede Stufe der Verwandlung durch die Verwesung der Leiche wird von den Forschern genau beobachtet. Die Forschungseinrichtung liegt am bewaldeten Ufer des Tennessee River, gegenüber der Stadt Knoxville. In dieser Saison haben die Forscher ungefähr 30 Leichen ausgelegt. Sie liegen im Unterholz versteckt, sind in flachen Gräbern begraben oder wurden mit Zementplatten bedeckt. Die wissenschaftliche Erforschung der Verwesungsstadien menschlicher Körper unter verschiedenen Bedingungen hat ihren Ursprung in einem Ereignis, das ein Vierteljahrhundert zurückliegt. Es begann mit der Entdeckung einer Leiche in einem Hinterhof und einem Mann, der heute zu den führenden Köpfen in der forensischen Wissenschaft zählt, Dr. Bill Bass. 1977 war Dr. Bass ein staatlich angestellter Forensiker, der erkennen musste, dass auch bei einem toten Menschen das Erscheinungsbild trügen kann. Zwischen Weihnachten und Neujahr bekam ich einen Anruf aus dem Büro des Sheriffs von Woodson County. Sie sagten mir, sie hätten ein geöffnetes Grab gefunden, ob ich mir das mal ansehen könnte. Es war auf einem Friedhof, der einer Familie gehörte, direkt unter dem Haus. Jemand hat ein tiefes Loch an einem Grabstein gegraben. Und direkt unter der Oberfläche lag ein kopfloser Leichnam. Er sah relativ frisch aus und die Polizei musste wissen, wie frisch. Wurde eine neue Leiche in das alte Grab gelegt? Dr. Bass stimmte dem zu. Der Leichnam war in einem guten Zustand und hatte noch rosa Fleisch an den Knochen. Ich schaute mir das an und sagte, wir haben hier einen 24 bis 28 Jahre alten Mann, der ungefähr ein Jahr tot ist. Aber etwas stimmte nicht. Die Kleidung des Toten war aus Baumwolle und ziemlich altmodisch. Es stellte sich heraus, dass es die Leiche von Colonel William Shy war, einem Offizier der Südstaaten, der im Bürgerkrieg ums Leben kam. Er wurde in einem luftdichten, gusseisernen Sarg begraben, der seinen Körper konservierte, bis die Grabräuber auf der Suche nach Grabbeigaben den Sarg aufbrachen. Dr. Bass hatte sich beim Festlegen des Todeszeitpunkts um über 100 Jahre verschätzt.
Ich werde immer wieder gefragt, warum ich diese Leichenfarm gegründet habe. Es waren Erfahrungen wie diese, die zeigten, dass man zu wenig wusste über die Verwesung und deren Dauer. Und dagegen musste etwas getan werden. Dr. Bass sprach mit der Universitätsleitung. Er bat sie um ein Gelände, auf dem er seine Vision verwirklichen konnte. 1980 bekam er, was er wollte. Ein paar ältere Gebäude, einen Steinwurf entfernt von der medizinischen Abteilung der Universität. In den Anfangsjahren ließ man die Leichen einfach bis auf die Knochen verwesen. Die Skelette dienten dann Schulungs- und Forschungszwecken. Doch schon bald richtete sich das Interesse auf den Verfallsprozess selbst. In den letzten 20 Jahren beobachtete man den Verfall von über 400 menschlichen Körpern. Eine Unmenge von Daten wurde gesammelt. Und inzwischen sehen die Wissenschaftler den Tod und seinen Platz im Zyklus des Lebens mit ganz anderen Augen. In dieser Forschungseinrichtung untersuchen wir den Tod und den nachfolgenden Verfall. Doch um uns herum blüht das Leben. Hier gibt es Singvögel in den Bäumen und alle Arten von Insekten. Natürlich auch viele Tiere, die verwesendes Fleisch aufsuchen. Es ist also kein Areal des Todes, sondern ein Areal des Lebens, des Wandels im Leben. Ein Leben, das selbst nach dem Zeitpunkt des Todes vorhanden ist. Die Leiche, die Robin Miller beobachtet, steht am Anfang einer Kette von dramatischen Veränderungen. Während dieser Vorgänge werden wichtige Erkenntnisse über den Zerfallsprozess einer Leiche gewonnen. Diese Erkenntnisse sind natürlich nicht nur wichtig für die Grundlagenforschung. Sie helfen vor allem, wenn es darum geht, Mordfälle zu lösen und die Täter zu finden und zu verurteilen. In dem Augenblick, in dem wir sterben, fängt der Zersetzungsprozess unseres Körpers an. Doch die Geschwindigkeit des Prozesses ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Mit dem Verfall dieses Leichnams wird einer dieser Faktoren näher untersucht. Der Körper wurde nach dem Wunsch des Verstorbenen von seiner Familie zur Verfügung gestellt. Früher hatte er Familie und einen Namen. Jetzt ist er, um seine Identität geheim zu halten, nur noch Leiche Nummer 3101, die 31. Leiche des Jahres 2001. Die Jungakademikerin Robin Miller hat sich auf forensische Anthropologie spezialisiert und damit einen großen Teil des Jahres verbracht. Nummer 3101 ist das sechste und letzte Forschungsobjekt. Hebt seine Beine hoch und zieht ein Bein nach dem anderen an. Eine hält dann die Beine oben und die andere zieht die Hose hoch. Dr. Millers Projekt beschäftigt sich mit einer scheinbar einfachen Frage. Verwest eine bekleidete Leiche genauso schnell wie eine nackte? In den meisten Versuchen hier sind die Leichen nackt. Doch im richtigen Leben, in dem Wissenschaftler mit der Polizei Verbrechen aufklären, ist eine Leiche oft gekleidet. In der Hälfte aller Fälle, die wir hier in den Vereinigten Staaten bearbeiten, sind die gefundenen Leichen bekleidet. Meine Forschung beschäftigt sich also mit der Frage, können wir unsere Daten auch auf diese Funde anwenden, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen? Eine Leiche anzukleiden ist eine Herausforderung. Besonders, wenn es ein schwerer Mann wie Nummer 3101 ist. Robin Miller hat Jogginghosen und T-Shirt gewählt. Die Bekleidung ist dehnbar. Jedes Kleidungsstück in ihren Versuchen ist aus Baumwolle, damit die Daten vergleichbar bleiben. Dr. Millers Studien beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von Kleidung und Verfall über den Zeitraum eines ganzen Jahres. Ihre Ergebnisse könnten helfen, Mordfälle zu lösen, besonders dann, wenn die Lösung des Falles von der genauen Bestimmung des Todeszeitpunktes abhängt und dem Mörder nur dadurch seine Tat nachgewiesen werden kann. Ob die Leiche vergraben oder in einen Schacht geworfen wurde, ob sie im Wasser lag oder zerstückelt und weit verteilt wurde. Wie lange liegt sie schon dort? Kann man den genauen Todeszeitpunkt bestimmen? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Am Anfang seiner Karriere beschäftigte sich Dr. Marx mit den Toten aus früheren Jahrhunderten. Doch allmählich wandte sich sein Interesse mehr gegenwärtigen und dringenden Fällen zu. Ich fing an mit archäologischer Anthropologie. Ich untersuchte Hügelgräber. Es ist spannend und irgendwie romantisch, wenn man Skelette in indianischen Hügelgräbern untersucht, die 500.000 oder 2.000 Jahre alt sind. Doch wenn man seine Erfahrungen dann auf eher moderne Fälle anwendet, in der forensischen Wissenschaft, dann wird man sofort belohnt. Denn es gibt Familien, Freunde, Partner und ein ganzes Rechtssystem, die auf deine Antworten warten. Der Laborkomplex wird streng bewacht.
Überall gibt es Überwachungskameras und der Wachdienst patrouilliert 24 Stunden, damit die Toten und die Forscher wie Dr. Marks und Dr. Miller ungestört bleiben. Die einzigen Eindringlinge hier arbeiten für Mutter Natur. Schmeißfliegen können den Tod bis zu 3 Kilometer entfernt riechen. Ist eine Leiche in der Nähe, sind sie sofort da. Die Insekten haben keine Zeit verloren und Leiche 3101 sofort besetzt, nachdem diese in das Labor kam. Basierend auf ihren bisherigen Untersuchungen hat Dr. Miller die Verwesung in 4 Phasen unterteilt. Phase 1 umfasst ungefähr den ersten Tag nach dem Eintritt des Todes. Phase 1 nennen wir auch das frische Stadium. Es gibt noch keine Madenaktivität, der Körper erkaltet und wir haben erste Anzeichen von Leichenflecken. Phase 1 bedeutet Versteifung, die Hautfarbe weicht, dann folgt Entspannung. Der Übergang von Phase 1 zu Phase 2 wird durch die Schmeißfliegen bestimmt. Sie kommen und legen ihre Eier. Aus denen schlüpfen dann die Maden und diese fangen an, den Körper zu verzehren. Für Nummer 3101 bedeutet Phase 2 ein Gewimmel von Insekten, Wespen, Schmeißfliegen und Maden. Wie die Raupe das Larvenstadium des Schmetterlings ist, so ist die Made das Larvenstadium der Schmeißfliege. Die Schmeißfliege sucht sich dunkle, feuchte Flecken für ihre Eiablage. Sie kann über 1000 Eier legen und nach 2 bis 6 Stunden schlüpfen dann die Maden. An seinem 4. Tag im Labor ernährt das Fleisch von Nummer 3101 bereits Tausende von Maden. Die Eier, die vor ein paar Tagen in der Nase abgelegt wurden, sind geschlüpft. Und jetzt fressen eine Menge Maden an seiner Nase, seinem rechten Ohr und seinem rechten Auge. Sie finden sich auch in seinem Mund. Und ich kann Eier auf seiner Zunge und im Bereich der rechten Wange erkennen. Die Proteine und Fette der menschlichen Zellen sind eine perfekte Nahrung für die Maden. Das Gewimmel der Insekten ist eine grausige Erinnerung an die eigene Sterblichkeit, genau wie der Geruch der Verwesung. Dieser wird verursacht durch das Freisetzen von Gasen bei der bakteriellen Zersetzung der Haut und des Körpergewebes. Den Gestank kann man höchstens mit einer Mischung aus ranzigen Gerüchen beschreiben, die unter anderem die Noten von nassem, ungegerbtem Leder und faulen Eiern enthält. Dr. Lee Chance sieht die fortschreitende Verwesung als einen natürlichen und sehr effektiven Vorgang. Wir werden geboren, leben unser Leben und dann sterben wir. Das ist allgemein bekannt. Doch die Menschen neigen dazu, nicht darüber nachzudenken, was nach ihrem Tod mit ihrem Körper geschieht. Es ist kein angenehmer Gedanke und die Menschen verdrängen ihn. Und doch ist es ein wichtiger Teil unserer Existenz als biologische Wesen. Wenn ich arbeite, sehe ich den Tod als rein organischen Vorgang. Das hilft mir, meine Forschung oder einen Fall, an dem ich arbeite, von meiner Person fernzuhalten. Es sind diese Verhaltensweisen, die einen geistig gesund halten. Würde ich die Dinge an mich heranlassen, wäre das sehr verstörend. Sehen wir den Tatsachen ins Gesicht. Diese Überreste waren einmal ein Mensch, der gelebt hat wie du und ich. Und jetzt ist er tot. Dr. Lee Jans hält ihre Arbeit für so wichtig, dass sie eine außergewöhnliche Vereinbarung getroffen hat, obwohl sie sich damit sehr unwohl fühlt, denn sie weiß, was kommen wird. Wenn ich sterbe, erwarte ich von meiner Familie, dass sie meinen Wunsch respektiert und meinen Körper dem Anthropologischen Forschungsinstitut zur Verfügung stellt. Es ist kein angenehmer Gedanke, denn ich weiß, dass mein Körper dann alles durchmachen wird. Aber ich mache es trotzdem. Anfangs gab es nur wenige Leichen. Die Forschung lief auf Sparflamme und war abhängig von Leichen nicht identifizierter Personen, die der Bezirk zur Verfügung stellte. Doch 1994 änderte sich das schlagartig. Das Institut von Dr. Bass spielte eine wichtige Rolle in einem Krimi, der zum Bestseller wurde. Und der Spitzname, benutzt von Polizisten und FBI-Agenten, wurde zum Titel des Buches: The Body Farm. Das Personal war bestürzt. Es ist irgendwie respektlos. Das Geschenk, das uns diese Menschen machen, wird nicht gewürdigt. Doch der berüchtigte Spitzname hatte zumindest einen Vorteil.
Seitdem rufen viele Leute an und sagen, ich möchte später meinen Körper der Body Farm zur Verfügung stellen. Ich korrigiere diese Menschen nicht. Wahrscheinlich haben wir die große Zahl an Körpern, auf die wir heute zurückgreifen können, nur wegen diesen berühmten Spitznamen. Und die zur Verfügung gestellten Körper führen zu neuen Erkenntnissen. Zu den wichtigsten gehören die Fortschritte im Bereich der forensischen Entomologie. Wie interagieren Insekten und Leichen? Ein Archäologe kann bestimmen, wann eine Zivilisation unterging, indem er sich durch die Abfallstätten von Generationen gräbt. Ein forensischer Entomologe kann den Todeszeitpunkt bestimmen, indem er die Generationen von Insekten zählt. Ein Weg zur Bestimmung der Zeitspanne ist, die Maden zu sammeln. Man sucht die größten Maden, denn die sind die ersten, die geschlüpft sind. Damit kann man gut bestimmen, wie lange der Mensch tot ist. Ungefähr 14 bis 21 Tage, abhängig von der Temperatur und anderen Umwelteinflüssen, denen die Leiche ausgesetzt war. 1999 wurde Dr. Bass von der Staatsanwaltschaft in Mississippi gebeten, den Todeszeitpunkt bei einem besonders brutalen Mordfall zu bestimmen. Jemand hatte eine junge Familie ermordet. Den Mann, seine Frau und die junge Tochter. Der Hauptverdächtige, ein Verwandter der Opfer, war Begünstigter einer Lebensversicherung von einer $250.000, die auf die Tochter lief. Man sagte Dr. Bass, der Mann habe ein Alibi für die 2 Wochen vor dem Fund der Leichen. Der Verdächtigte sagte auch aus, dass er 2-mal versucht habe, die Familie zu besuchen. Mitte November und wieder Ende November. Er gab zu, am Tatort gewesen zu sein, es wäre aber nie jemand zu Hause gewesen. Die Kenntnis des Todeszeitpunktes war also sehr wichtig. Ich bat sie, mir Bilder vom Tatort zu schicken, auch die Fotos der Leichen. Dr. Bass suchte nach den Spuren von Insekten und berücksichtigte dabei, dass die Leichen in einem geschlossenen Raum lagen und nicht draußen. Die Schmeißfliegen sind außerhalb des Gebäudes. Sie brauchen ein paar Tage, bis sie merken, hey, da ist eine Leiche oder sind ein paar Leichen in dem Haus. Wie komme ich da rein? Schließlich fand Dr. Bass den fotografischen Beweis. Eine leere Hülle, die Maden zurücklassen, wenn sie sich in Fliegen verwandelt haben. Auch Puppenhüllen genannt. Das bewies, dass nachdem die Fliegen den Leichnam gefunden hatten, mindestens 14 Tage vergangen waren, damit sich die Maden zu Fliegen entwickeln konnten. Der Report von Dr. Bass legte den Todeszeitpunkt der Familie in den November. Und das Datum stimmte überein mit dem Datum einer der Besuche, die der Verdächtige zugegeben hatte. Die Schmeißfliegen bewiesen, dass der Verdächtige die Gelegenheit hatte. Die Versicherungspolice stellte das Motiv. Er wurde wegen Mordes angeklagt. Es gibt dir ein gutes Gefühl, dass du die Lösung aus den wissenschaftlichen Daten herauslesen kannst. Das habe ich getan und ich kannte die Menschen gar nicht, die in den Fall verwickelt waren. Ich konnte ein Ergebnis herauslesen, das exakt mit den Gegebenheiten dieses Falles übereinstimmte. Die Arbeit von Dr. Bass beweist, dass in Fällen von fortgeschrittener Verwesung die forensischen Anthropologen einen wichtigen Beitrag in einen Mordfall leisten können. Je mehr Zeit nach dem Tode vergangen ist, desto wichtiger wird der Anthropologe für diese Untersuchung. Denn wenn das Gewebe, egal ob das die inneren Organe sind oder das äußere weiche Gewebe, einmal beginnt zu verwesen, verlieren die Pathologen mehr und mehr das Interesse an den Überresten. Doch nur weil eine Spanne Zeit nach dem Tod vergangen ist, heißt das doch nicht, dass die Untersuchung des Todes des Opfers weniger wichtig wäre als die des Opfers, das am gleichen Tag gefunden wird. Jetzt ist man auf der Suche nach dem genaueren Verständnis der täglichen Verfallserscheinungen einer Leiche. Von dem frischen Stadium direkt nach dem Tod bis zum endgültigen Ende des Verfallsprozesses. Am Ende eines typischen Versuches des Forschungsinstituts bleibt nur das Skelett übrig. Einige der Leichen erreichen dieses Stadium allerdings in einem verblüffenden Tempo. Hitze und Feuchtigkeit bieten dafür ideale Voraussetzungen. Die Hitze brütet Eier und Larven schneller aus, die Feuchtigkeit hält das Fleisch weich, es kann leichter konsumiert werden. Das Resultat ist eine skelettierte Leiche in nur 2 Wochen. Jetzt ist es September und kühleres Herbstwetter setzt ein. Robin Miller befürchtet, dass das kühlere Wetter die Verfallsrate der Leiche verlangsamt. Sie muss ihre Studie im Dezember abschließen, doch dazu braucht sie die Hilfe des Wetters, milde Temperaturen.
Jeder denkt, es wäre die Zeit. Doch eigentlich ist es die Temperatur, die den Verfall bestimmt. Wenn es heiß ist, zerfällt eine Leiche wesentlich schneller als bei niedrigen Temperaturen. Wie bei vielen anderen Untersuchungen in der Einrichtung wirft Robin Millers Experiment so viele Fragen auf, wie es beantwortet. Die Wissenschaftler bewegen sich auf unbekanntem Terrain. Wir haben gerade erst angefangen, dieses Gebiet zu erforschen und gerade mal die Grundlagen verstanden. Jetzt gehen wir in die Details, die Zeitabläufe, die biochemischen Prozesse. Nicht nur was die Leichen betrifft, wir forschen auch in andere Richtungen und werden noch viel zu den forensischen Wissenschaften beitragen können. Körper Nummer 3101 starb zu Hause eines natürlichen Todes, bevor er in die Forschungseinrichtung kam. Doch die Todesumstände sind sehr verschieden. Dieser Mann hier starb schnell und gewaltsam. Er ging nachts eine Straße entlang und wurde von einem Lastwagen erfasst. Sein Skelett wird den Forschern viel über Knochenbrüche verraten. Manche Kritiker der Einrichtung behaupten, das Verwesenlassen der Leichen sei pietätlos, ob sie nun freiwillig zur Verfügung gestellt wurden oder unbekannte Verstorbene seien. Doch die Forscher beharren darauf, dass sie die Toten mit höchstem Respekt behandeln. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Körper nicht der anthropologischen Abteilung des Forensischen Instituts gehören. Sie wurden nur zur Verfügung gestellt, um den Verfall zu studieren. Wenn eine Familie eines Tages beschließt, dass sie ihn gerne zurück hätten, bekommen sie ihn natürlich. Er gehört ja ihnen. Die Familie von Nummer 3101 hat gebeten, dass seine Knochen wieder zusammengesetzt werden und das Skelett Studenten der Anthropologie zur Verfügung gestellt wird. Wir unterrichten angehende Osteologen. Und wenn wir keine echten Knochen haben, müssen wir wieder mit Plastikknochen arbeiten. Aber das geht einfach nicht. Man kann nicht von Plastik lernen. Während der letzten 10 Tage wurde Nummer 3101 von einer ganzen Armee von Insekten besetzt. Durch den Mund, die Nase, die Ohren und die Augen. Im Inneren des Körpers arbeiten auch andere Wesen. Bakterien fangen an, die inneren Organe zu zersetzen. Oh, manchmal ist es kaum zu ertragen. Manche dieser Bakterien halten sich auch zu unseren Lebzeiten im Verdauungssystem auf. Andere kommen und gehen mit jedem Atemzug. Es gibt 2 Stellen im Körper, wo sich diese Bakterien stark vermehren, in den Eingeweiden und in der Lunge. In der Lunge sind sie, weil wir sie einatmen, und in den Eingeweiden brauchen wir sie zur Verdauung. Nach dem Tod setzen die Zellen organisches Material frei und die Bakterien vermehren sich explosionsartig. Wenn das passiert, werden auch Gase im Innern des Körpers freigesetzt, ausgelöst durch den Prozess der Autolyse. Dieser kommt in Gang, weil der pH-Wert der Zellen gestört ist und die Zellen lösen sich auf. Ein Teil der Gase verflüchtigt sich durch die natürlichen Körperöffnungen und ist für den Verwesungsgeruch verantwortlich. Ein anderer Teil kann nicht flüchten und bläht den Körper. Diese Gase bauen manchmal so viel Druck auf, dass sie den Unterleib der Leiche platzen lassen. Genau das passierte mit Dr. Millers letztem Versuchsobjekt, Nummer 3101. Seine Gedärme liegen nun frei und quellen aus der Bauchhöhle. Aber Nummer 3101 hält bis jetzt noch zusammen. Ein Grund dafür könnte der kühle Herbst sein. Er verlangsamt das Bakterienwachstum und damit die Gasentwicklung. Eine andere Erklärung könnte die gesunde und aktive Lebensweise des Verstorbenen sein. Pat Jassy war eine enge Freundin des Mannes, der jetzt Nummer 3101 ist. Kurz bevor ich ihn traf, arbeitete er irgendwo mit einer Gruppe von jungen Männern zusammen. Sie waren beim Militär oder sowas ähnliches. Jedenfalls machten sie immer Wettkämpfe, wer die meisten Sit-Ups schafft. Und er schaffte 150. Im Auftrag der Familie veranlassten Pat und Lee Jens die Überführung von Nummer 3101 in das Institut, um seinem Wunsch zu entsprechen. Er wollte seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Es war merkwürdig für mich, ihm zuzuhören, wenn er so ernsthaft darüber sprach. Aber es berührte mich auch, denn ich merkte, wie wichtig es für ihn war, der Wissenschaft zu helfen, den Menschen zu helfen. Das war schön. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ich glaube, er wäre es auch. Die Bekleidung ist nur einer von vielen Faktoren, die den Verfall beeinflussen. Ein anderer ist die Masse des Körpers, sein Gewicht. Jamie Stewart hat eine Versuchsreihe begonnen, um herauszufinden, wie und ob sich schwere und leichte Leichen in ihrer Verfallsrate unterscheiden.
Etwa ein Jahr lang werde ich zu allen Jahreszeiten den Zerfall von 8 bis 10 Leichen untersuchen. Ich hoffe, dass bei den 8 bis 10 Leichen 2 dabei sind, die ungefähr der gleichen Zeit zersetzt werden, damit ich die Rate des Verfalls vergleichen kann, bei gleichem Umfeld, gleicher Temperatur und gleicher Feuchtigkeit. Erste Studien haben ergeben, dass dicke Leichen schneller an Gewicht verlieren als dünne Leichen. Diese Arbeit wird es den Forensikern später erlauben, den Todeszeitpunkt genauer zu bestimmen, wenn sie das Gewicht des Opfers berücksichtigen können. Stuarts erstes Forschungsobjekt, Leiche Nummer 3701, ist ein massiger Mann von 59 Jahren. Als er vor 16 Tagen ankam, wog er 210 Pfund, doch sein Gewicht schwindet wie sein Fleisch. Er hat 25 Kilo verloren in 16 Tagen. 25 Kilo in 16 Tagen, das sind durchschnittlich 1 bis 1,5 Kilo pro Tag, nie mehr als 2,5 Kilo. Der Grund, warum er Gewicht verliert, sind zum großen Teil die Maden. Sie verzehren das weiche Gewebe, die Organe und das Muskelgewebe. Während Jamie Stuart weiter beobachtet, holt sich die Natur mit Hilfe von Insekten und Bakterien mehr von Nummer 3101 zurück. Am Ende der zweiten Woche geht die Leiche von Phase 2 der Zersetzung in Phase 3 über. Der Übergang wird markiert durch den Zusammenbruch der geblähten Bauchdecke. Phase 3 dauert ziemlich lange. Es ist die fortgeschrittene Verwesung. Und sie dauert so lange, bis die Leiche mumifiziert oder das Gewebe vertrocknet ist. Wenn Phase 4 beginnt, sehen wir nichts mehr von den fleischigen Überresten, die wir jetzt noch haben. Phase 3 ist meistens die längste von allen. Es gibt noch einen Grund, warum Phase 3 länger dauern könnte. Die Temperatur fiel schon in mehreren Nächten unter den Gefrierpunkt. Ganz sicher haben wir einen Rückgang der Maden- und Fliegenaktivität, weil die Eier und Larven unter einer bestimmten Temperatur nicht überleben können. Das kalte Wetter beeinflusst den Zerfallsprozess also auf jeden Fall. Doch die Evolution hat die Aasfresser mit einigen bemerkenswerten Überlebensstrategien ausgestattet. Beide. Die Maden außen und die Bakterien im Inneren produzieren ihre eigene Wärme, während sie fressen. Der Temperaturanstieg bei Insekten zum Beispiel ergibt sich aus der Biochemie ihres Stoffwechsels. Die Verdauung von Gewebe ist eine exothermische Reaktion. Sie setzt Wärme frei. Wenn ich an einem kalten Morgen draußen herumspazierte, habe ich schon Dampf über den Leichen aufsteigen sehen, der stammte von den Maden. Hier gibt es sehr viel Aktivität, also wird viel Wärme produziert. Es ist also gar nicht so einsam und kalt, wie man sich das vorstellt. Was Dr. Marks und Robin Miller hier erfassen, sind letztendlich nicht die Kalendertage, die Nummer 3101 braucht, um sich zu zersetzen, sondern sogenannte Gradtage. Die Gesamtzeit in Bezug auf die tägliche Durchschnittstemperatur. Die Gradtage von Robin Miller, gemessen in Grad Celsius, können überall auf der Welt angewendet werden. In Tokio zum Beispiel würden 10 heiße Tage mit 30 Grad zu 300 Grad Tagen. In Moskau mit einer Durchschnittstemperatur von 10 Grad Celsius würde es 30 Tage dauern, bis man die 300 Grad Tage erreicht. Doch in beiden Städten würde eine Leiche mit 300 Grad Tagen ungefähr das gleiche Zerfallsstadium erreicht haben. Nach den Forschungen in Tennessee dauert es 1250 Grad Tage, dann sind die physikalischen und chemischen Prozesse der Verwesung abgeschlossen. Nach 1250 Grad Tagen ist die Leiche skelettiert, egal ob sie sich in Hanoi oder in Stockholm befindet. Nach 280 Grad Tagen, hier 21 Kalendertage, ist Nummer 3101 noch weit davon entfernt, ein Skelett zu sein. Doch die Zerfallserscheinungen sind offensichtlich. Maden haben einen Großteil seines Gesichtes verzehrt und andere Teile wurden von größeren Tieren angenagt. Dieser Schaden könnte das Werk eines Nagetiers oder eines Geiers sein. Hier sieht man, wie ein Tier ein Loch in die Fußsohle gefressen und einige der Bänder herausgezogen hat. Wir haben hier das Loch mit den ganzen Bändern, die heraushängen. Der Boden um seinen Kopf und Arme ist fleckig und schmierig. Diese Tatsache ist unter den Forschern gut bekannt. Sie raten den Ermittlern, nach diesen Flecken zu suchen, wenn sie einen Tatort untersuchen.
Ich war bei einigen Fällen dabei, wo man dachte, der Körper hätte gebrannt, weil um die Leiche herum diese schwarzen Flecken waren. Doch es sind keine Verbrennungen. Diese Flecken werden durch flüchtige Fettsäuren verursacht, die austreten, wenn sich das Körpergewebe verflüssigt. Die schwarzen Flecken können aufzeigen, wo eine verweste Leiche gelegen hat. Auch wenn die Überreste später durch den Mörder entfernt oder durch Hunde weggeschleppt wurden. Das Verhältnis der abgebauten Elemente, die in den Bodenflecken enthalten sind, verändert sich während der Zersetzung. Durch chemische Analyse von Bodenproben kann man deshalb herausfinden, wie viele Gradtage eine Leiche schon verwest ist. In Verbindung mit den Wetterdaten lässt sich dann der Todeszeitpunkt bestimmen. Die Bodenanalyse ist nur eine von vielen Innovationen, die den guten Ruf dieser Forschungseinrichtung bei Kriminalisten und Forensikern der ganzen Welt erklärt. Kriminalermittler können hier ihre Methoden verfeinern. Mitten unter einer Fülle von frisch verstorbenen, verwesten Leichen und überwachsenen Skeletten. Ein neues Programm namens Nationale Forensische Akademie schult Polizisten und Labortechniker aus den ganzen Vereinigten Staaten. Die Mitarbeiter des Forschungsinstituts sind an den Verwesungsgeruch gewöhnt. Aber für die Schüler sind Masken und Bioschutzanzug Pflicht. Wenn ihr Probleme bekommt, empfehle ich euch, dreht euch um und holt Tiefluft. Es ist keine angenehme Sache, aber es ist wichtig für eure Karriere. In einer bewaldeten Ecke des Instituts haben die Forscher menschliche Knochen, Tierknochen, Patronenhülsen und andere simulierte Beweisstücke verteilt. Die Knochen sind alt, fleckig und unter Blättern verborgen. Sie sind nicht leicht zu finden, wie an einem echten Tatort. Wie viele Objekte habt ihr dort gefunden? Doch Menschen sind nicht die einzigen Schüler, die von der speziellen Schulung der Body Farm profitieren. Die meisten Leichenspürhunde werden mit synthetischen Duftproben auf das Finden von Leichen trainiert. Diese Hunde üben an vielen verschiedenen Leichen in unterschiedlichen Verwesungsstadien. Was ist? Hast du was gefunden? Sie sind darauf trainiert, sich hinzulegen oder zu bellen, wenn sie eine Leiche gefunden haben. Oh, braves Mädchen. Was ist da? Zeig's mir. Braves Mädchen, willst du noch mehr finden? Die Leichen im Gras zu finden, ist nur eine Übung zum Aufwärmen. Da drüben, such. Der fortgeschrittene Kurs für die Hunde findet bei ein paar Betonplatten statt. Unter den gelben Markierungen hat ein Forscher Leichen und Müll vergraben. Sehr gut. Der Erfolg wird sofort belohnt, um die Aufmerksamkeit der Hunde wachzuhalten. Mach weiter, los, riech mal dran. Chain Survey ist in einer frühen Trainingsphase. Sie lehrt den Hund, einen Fund anzuzeigen. Wir wollen Ihnen zeigen, dass Sie trotz des überwältigenden Geruchs wirklich jeden Fund deutlich anzeigen müssen. Es kann passieren, besonders in dieser frühen Trainingsphase, dass Sie einfach von einem Fund zum nächsten Fund und zum nächsten Fund gehen, ohne Ihre Funde anzuzeigen. Hier gibt es tolle Möglichkeiten. Sie sollen lernen, den Fund anzuzeigen und dann zum nächsten gehen. Gut gemacht, du schlauer Hund. Such! Haben Sie Ihren Korb gesehen? Zeig's mir. Nein, du sollst es zeigen. Ja, braver Hund. Als sie hier ankam, hat sich ihr Atmen verändert. Wenn man sie genau beobachtet, sieht man es. Sie inhalieren und hören dann auf zu atmen, weil sie den Geruch analysieren. Guter Hund, bist du ein schlaues Mädchen. Während die Hunde und die Polizisten trainieren, nähert sich Nummer 3101 dem Ende seines Zersetzungsprozesses. Die Veränderungen sind dramatisch. Unter der lederartigen Haut sind seine Gesichtsmuskeln und die des Kopfes verschwunden. Unter der Kleidung, der Schlüsselvariablen in Robin Millers Projekt, zeichnen sich die Rippen und das Becken scharf ab. ...52 Tage nach seiner Ankunft nähert sich Leiche 3101 der letzten Phase ihres Verfalls. Am Ende seiner Reise verlässt Nummer 3101 die Body Farm, Stück für Stück. Anfang November haben die Leichen auf der Body Farm den Großteil ihres Fleisches verloren.
52 Kalendertage nach der Ankunft von Nummer 3101 hat Robin Miller beschlossen, dass es Zeit für ihn ist, zu gehen. Das kühle Wetter hat den Verfallsprozess dramatisch verlangsamt und da die Luft zudem ungewöhnlich trocken war, sind die Überreste des weichen Gewebes mumifiziert. Es ist noch einiges an Haut auf dem Schädel und an den Armen, doch sie fühlt sich an wie Leder. Darunter ist das weiche Gewebe fast völlig verschwunden. Unter der Kleidung hängt noch trockenes Gewebe an den Knochen. Es scheint, als könnte die Kleidung den Verfallsprozess verlangsamt haben. Doch um diese Vermutung zu bestätigen, müssen die gesammelten Daten in den nächsten Wochen ausgewertet werden. Jetzt wird es Zeit, weiterzumachen, für die Lebenden und die Toten. Die letzte Aufgabe von Nummer 3101 ist noch nicht beendet. Wenn er den Boden der Einrichtung verlassen hat, werden seine Knochen gereinigt und bearbeitet. Die Skelettsammlung der Universität beinhaltet fast 400 Skelette aus dem 20. Jahrhundert, die größte Sammlung ihrer Art in den Vereinigten Staaten. Anthropologen nutzen diese Knochen, um Ermittlern zu helfen, Alter, Geschlecht und Rasse eines skelettierten Menschen zu bestimmen. Die Sammlung wird immer wieder erweitert, um mit Veränderungen durch Umwelteinflüsse und Ernährungsgewohnheiten Schritt halten zu können. Nummer 3101 ist eine wichtige Ergänzung. Die genauen Abmessungen seines Skeletts werden auch in ein innovatives Softwareprogramm eingegeben. Dr. Richard Chance ist der Vater von 4DISC, Kurzform von Forensic Discrimination, also forensische Einordnung. 106, all you do. Man gibt einfach die Maße des Schädels oder der Röhrenknochen in das Programm ein. 4DISC versucht dann zu entscheiden, ob es ein Mann oder eine Frau war, ob die Person schwarz oder weiß war oder zu einer anderen Gruppe gehörte. Dr. Chance beschließt, 4DISC zu testen. Er tut so, als hätte er Nummer 3101 gerade im Wald gefunden und würde nichts über ihn wissen. Er gibt dessen Schädelmaße ein und ruft die Ergebnisse ab. 4DISC identifiziert den Schädel als den von einem weißen Mann. Jetzt wird nur die Länge des Oberschenkelknochens in das Programm eingegeben und nach der Größe des Toten gefragt. 59. And er zeigt uns, dass die Person wahrscheinlich 72,2 Inches, also 1,83 Meter groß war. Wir wissen, dass er 1,82 Meter groß war. 4DISC liegt also richtig. Die Stärke von 4DISC liegt darin, dass es die Maße von Nummer 3101 mit Hunderten von anderen Skeletten vergleicht. Diese Datenbank wird kontinuierlich erweitert. Forscher und Regierungen aus aller Welt tragen dazu bei. 4DISC ist mehr als nur ein wissenschaftliches Werkzeug. Die Software wird bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen von Kommissionen und internationalen Menschenrechtsgruppen genutzt. Sie wurde zur Aufklärung von Kriegsverbrechen im Kosovo und in Bosnien verwendet. Gerade haben wir eine Kopie nach Brasilien geschickt. Die argentinischen Menschenrechtsgruppen haben auch eine. Die Software wird also international genutzt. Dr. Chance ist sicher, dass durch das stetige Hinzufügen von Daten 4DISC ein umfassendes und mächtiges Werkzeug wird, das immer besser helfen wird, Massenmörder zu verurteilen. Gegen Ende des Herbstes wühlt sich Robin durch die Daten des zurückliegenden Jahres. Die Ergebnisse sind interessant. Manchmal hat die Kleidung kaum Einfluss auf den Verfallsprozess, doch in den wärmeren Monaten kann sie den Verfall dramatisch verlangsamen. Nummer 3101 erreichte Phase 4 nach 794,2 Grad-Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Das dauerte 52 Tage. Im Sommer dauert es nicht so lange, wenn eine Leiche nackt ist. Und es dauert ungefähr doppelt so lange, wenn sie bekleidet ist. Das sind meine Ergebnisse für den Sommer. Thank you.
3101 hat auf dem Feld der forensischen Anthropologie seine Spuren hinterlassen. Er ist auch dazu bestimmt, Teil des Atlas der Zersetzung zu werden. Ein illustriertes Nachschlagwerk, das Murray Marks und seine Studenten bald veröffentlichen werden. Dieser Atlas wird es einem Pathologen erlauben, das Buch zu nehmen, es zu öffnen und einen bestimmten Zustand der Zersetzung zu betrachten. Unten auf der Seite findet er dann eine Tabelle mit Zeit- und Temperaturachse, sodass er Tage, Wochen oder Monate zuordnen kann. Nummer 3101 wird auch als Skelett während des Unterrichts präsent sein. Genauso, wie er sich das zu Lebzeiten gewünscht hat. Die Familie hat uns gebeten, sein Skelett wieder zusammenzusetzen und es als Lehrobjekt zu benutzen. Ein ungewöhnlicher Wunsch, aber wir werden ihn sehr gerne erfüllen. Er war ein Lehrer. Ich meine, wir alle lieben es, ab einem bestimmten Alter zu lehren. Doch er wollte auch selbst lernen. Er hat nie aufgehört zu lernen. Er war gern mit Menschen zusammen, die wie er mehr über ihren Körper wissen wollten. Nummer 3101 hätte seine postmortale Karriere nicht besser wählen können. Nur hier konnte er als Toter den Lebenden so viel helfen. Hier, im Anthropologischen Forschungsinstitut, wo Leben und Tod eng miteinander verbunden sind, wo Wissenschaft und Justiz Hand in Hand gehen, wo Wissen und Wahrheit aus Fleisch und Knochen entsteht. Hier, auf einem kleinen Hügel in Tennessee, auf der Buddy Farm. Er war ein Lehrer. Ich meine, wir alle lieben es, ab einem bestimmten Alter zu lehren. Doch er wollte auch selbst lernen. Er hat nie aufgehört zu lernen. Er war gern mit Menschen zusammen, die wie er mehr über ihren Körper wissen wollten. Nummer 3101 hätte seine postmortale Karriere nicht besser wählen können. Nur hier konnte er als Toter den Lebenden so viel helfen. Hier, im Anthropologischen Forschungsinstitut, wo Leben und Tod eng miteinander verbunden sind, wo Wissenschaft und Justiz Hand in Hand gehen, wo Wissen und Wahrheit aus Fleisch und Knochen entsteht. Hier, auf einem kleinen Hügel in Tennessee, auf der Buddy Farm. Jahre alt sind. Doch wenn man seine Erfahrungen dann auf eher moderne Fälle anwendet, in der forensischen Wissenschaft, dann wird man sofort belohnt. Denn es gibt Familien, Freunde, Partner und ein ganzes Rechtssystem, die auf deine Antworten warten. Der Laborkomplex wird streng bewacht. Überall gibt es Überwachungskameras und der Wachdienst patrouilliert 24 Stunden, damit die Toten und die Forscher wie Dr. Marks und Dr. Miller ungestört bleiben. Die einzigen Eindringlinge hier arbeiten für Mutter Natur. Schmeißfliegen können den Tod bis zu 3 Kilometer entfernt riechen. Ist eine Leiche in der Nähe, sind sie sofort da. Die Insekten haben keine Zeit verloren und Leiche 3101 sofort besetzt, nachdem diese in das Labor kam. Basierend auf ihren bisherigen Untersuchungen hat Dr. Miller die Verwesung in 4 Phasen unterteilt. Phase 1 umfasst ungefähr den ersten Tag nach dem Eintritt des Todes. Phase 1 nennen wir auch das frische Stadium. Es gibt noch keine Madenaktivität, der Körper erkaltet und wir haben erste Anzeichen von Leichenflecken. Die Arbeit von Dr. Bass beweist, dass in Fällen von fortgeschrittener Verwesung die forensischen Anthropologen einen wichtigen Beitrag in einen Mordfall leisten können.
Je mehr Zeit nach dem Tode vergangen ist, desto wichtiger wird der Anthropologe für diese Untersuchung. Denn wenn das Gewebe, egal ob das die inneren Organe sind oder das äußere weiche Gewebe, einmal beginnt zu verwesen, verlieren die Pathologen mehr und mehr das Interesse an den Überresten. Doch nur weil eine Spanne Zeit nach dem Tod vergangen ist, heißt das doch nicht, dass die Untersuchung des Todes des Opfers weniger wichtig wäre als die des Opfers, das am gleichen Tag gefunden wird. Jetzt ist man auf der Suche nach dem genaueren Verständnis der täglichen Verfallserscheinungen einer Leiche. Von dem frischen Stadium direkt nach dem Tod bis zum endgültigen Ende des Verfallsprozesses. Am Ende eines typischen Versuches des Forschungsinstituts bleibt nur das Skelett übrig. Einige der Leichen erreichen dieses Stadium allerdings in Phase 3 über. Der Übergang wird markiert durch den Zusammenbruch der geblähten Bauchdecke. Phase 3 dauert ziemlich lange. Es ist die fortgeschrittene Verwesung. Und sie dauert so lange, bis die Leiche mumifiziert oder das Gewebe vertrocknet ist. Wenn Phase 4 beginnt, sehen wir nichts mehr von den fleischigen Überresten, die wir jetzt noch haben. Phase 3 ist meistens die längste von allen. Es gibt noch einen Grund, warum Phase 3 länger dauern könnte. Die Temperatur fiel schon in mehreren Nächten unter den Gefrierpunkt. Ganz sicher haben wir einen Rückgang der Maden- und Fliegenaktivität, weil die Eier und Larven unter einer bestimmten Temperatur nicht überleben können. Das kalte Wetter beeinflusst den Zerfallsprozess also auf jeden Fall. Doch die Evolution hat die Aasfresser mit einigen bemerkenswerten Überlebensstrategien ausgestattet. Beide, die Maden außen und die Bakterien im Inneren, produzieren ihre eigene Wärme, während sie fressen. Der Temperaturanstieg bei Insekten zum Beispiel ergibt sich aus der Biochemie ihres Stoffwechsels. Die Verdauung von Gewebe, die Ergänzung. Die genauen Abmessungen seines Skeletts werden auch in ein innovatives Softwareprogramm eingegeben. Dr. Richard Chance ist der Vater von 4DISC, Kurzform von Forensic Discrimination, also forensische Einordnung. Man gibt einfach die Maße des Schädels oder der Röhrenknochen in das Programm ein. 4DISC versucht dann zu entscheiden, ob es ein Mann oder eine Frau war. Ob die Person schwarz oder weiß war oder zu einer anderen Gruppe gehörte. Dr. Chance beschließt, 4DISC zu testen. Er tut so, als hätte er Nummer 3101 gerade im Wald gefunden und würde nichts über ihn wissen. Er gibt dessen Schädelmaße ein und ruft die Ergebnisse ab. 4DISC identifiziert den Schädel als den von einem weißen Mann. Jetzt wird nur die Länge des Oberschenkelknochens in das Programm. Der Oberkörper ist schwerer. Robin Miller hofft, neue Ergebnisse über die Bedeutung von bestimmten Schlüsselfaktoren beim menschlichen Zerfallsprozess zu gewinnen. Okay. In der Kunststoffhülle befindet sich die Leiche eines 76-jährigen Mannes. Wir bringen ihn vielleicht am besten dort rüber. Und das hier legen wir unter ihn. Zusammen mit Robin Miller wird er neue Erkenntnisse erarbeiten. In dieser eigenen Welt begegnet man den Toten nicht mit Angst, sondern man nähert sich ihnen jeden Tag mit Respekt und Dankbarkeit. Ich nehme mir immer eine Minute Zeit, um mich zu bedanken. Denn ohne sie könnten wir nicht arbeiten. Und diese Forschungsstation würde es nicht geben. Offiziell nennt sich diese bemerkenswerte Einrichtung Anthropologisches Forschungsinstitut. Doch meistens sagt man einfach nur The Body Farm, die Farm der Leichen. Die Körper wurden von den Verstorbenen selbst oder ihren Familien zur Verfügung gestellt. Manche sind unbekannte Tote aus der... Dr. Chance beschließt, 4DISC zu testen. Er tut so, als hätte er Nummer 3101 gerade im Wald gefunden und würde nichts über ihn wissen. Er gibt dessen Schädelmaße ein und ruft die Ergebnisse ab. 4DISC identifiziert den Schädel als den von einem weißen Mann. Jetzt wird nur die Länge des Oberschenkelknochens in das Programm eingegeben und nach der Größe des Toten gefragt. 59. Er zeigt uns, dass die Person wahrscheinlich 72,2 Inches, also 1,83 Meter groß war. Wir wissen, dass er 1,82 Meter groß war. 4DISC liegt also richtig. Die Stärke von 4DISC liegt darin,
dass es die Maße von Nummer 3101 mit Hunderten von anderen Skeletten vergleicht. Diese Datenbank wird kontinuierlich erweitert. Forscher und Regierungen aus aller Welt tragen dazu bei. Fordisk ist mehr. Er gab zu, am Tatort gewesen zu sein, es wäre aber nie jemand zu Hause gewesen. Die Kenntnis des Todeszeitpunktes war also sehr wichtig. Ich bat sie, mir Bilder vom Tatort zu schicken, auch die Fotos der Leichen. Dr. Bass suchte nach den Spuren von Insekten und berücksichtigte dabei, dass die Leichen in einem geschlossenen Raum lagen und nicht draußen. Die Schmeißfliegen sind außerhalb des Gebäudes. Sie brauchen ein paar Tage, bis sie merken, hey, da ist eine Leiche oder sind ein paar Leichen in dem Haus. Wie komme ich da rein? Schließlich fand Dr. Bass den fotografischen Beweis. Eine leere Hülle, die Maden zurücklassen, wenn sie sich in Fliegen verwandelt haben. Auch Puppenhüllen genannt. Das bewies, dass nachdem die Fliegen den Leichnam gefunden hatten, mindestens 14 Tage vergangen waren, damit sich die Maden zu Fliegen entwickeln konnten. Der Report von Dr. Bass legte den Todeszeitpunkt der Familie in den November. Und das Datum stimmte überein mit dem Datum einer der Besuche, die der Verdächtige zugegeben hatte. Sehr viel Aktivität, also wird viel Wärme produziert. Es ist also gar nicht so einsam und kalt, wie man sich das vorstellt. Was Dr. Marks und Robin Miller hier erfassen, sind letztendlich nicht die Kalendertage, die Nummer 3101 braucht, um sich zu zersetzen, sondern sogenannte Gradtage. Die Gesamtzeit in Bezug auf die tägliche Durchschnittstemperatur. Die Gradtage von Robin Miller, gemessen in Grad Celsius, können überall auf der Welt angewendet werden. In Tokio zum Beispiel würden 10 heiße Tage mit 30 Grad zu 300 Grad Tagen. In Moskau mit einer Durchschnittstemperatur von 10 Grad Celsius würde es 30 Tage dauern, bis man die 300 Grad Tage erreicht. Doch in beiden Städten würde eine Leiche mit 300 Grad Tagen ungefähr das gleiche Zerfallsstadium erreicht haben. Nach den Forschungen in Tennessee dauert es 1250 Grad Tage, dann sind die physikalischen und chemischen Prozesse der Verwesung abgeschlossen. Wie lange liegt sie schon dort? Kann man den genauen Todeszeitpunkt bestimmen? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Am Anfang seiner Karriere beschäftigte sich Dr. Marks mit den Toten aus früheren Jahrhunderten. Doch allmählich wandte sich sein Interesse mehr gegenwärtigen und dringenden Fällen zu. Ich fing an mit archäologischer Anthropologie. Ich untersuchte Hügelgräber. Es ist spannend und irgendwie romantisch, wenn man Skelette in indianischen Hügelgräbern untersucht, die 500.000 oder 2.000 Jahre alt sind. Doch wenn man seine Erfahrungen dann auf eher moderne Fälle anwendet, in der forensischen Wissenschaft, dann wird man sofort belohnt. Denn es gibt Familien, Freunde, Partner und ein ganzes Rechtssystem, die auf deine Antworten warten. Der Laborkomplex wird streng bewacht. Überall gibt es Überwachungskameras und der Wachdienst patrouilliert 24 Stunden, damit die Toten und die Forscher wie Dr. Marks und Dr. Miller ungestört bleiben. Die einzigen Eindringlinge. In dieser einzigartigen Forschungsstation werden die Vorgänge nach dem Tod untersucht und entschlüsselt. Hier ist der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn eines erstaunlichen Vorgangs. Genau beobachtet von Anthropologen und forensischen Wissenschaftlern der University of Tennessee. Wir üben jetzt, wie wir ihn vom Laster herunterheben. Eine von ihnen ist die junge Akademikerin Robin Miller. Der Oberkörper ist schwerer. Schaffst du es? Robin Miller hofft, neue Ergebnisse über die Bedeutung von bestimmten Schlüsselfaktoren beim menschlichen Zerfallsprozess zu gewinnen. Okay. In der Kunststoffhülle befindet sich die Leiche eines 76-jährigen Mannes. Wir bringen ihn vielleicht am besten dort rüber. Und das hier legen wir unter ihn. Zusammen mit Robin Miller wird er neue Erkenntnisse erarbeiten. Biologische Wesen. Wenn ich arbeite, sehe ich den Tod als rein organischen Vorgang. Das hilft mir, meine Forschung oder einen Fall, an dem ich arbeite, von meiner Person fernzuhalten. Es sind diese Verhaltensweisen, die einen geistig gesund halten. Würde ich die Dinge an mich heranlassen, wäre das sehr verstörend. Sehen wir den Tatsachen ins Gesicht. Diese Überreste waren einmal ein Mensch, der gelebt hat wie du und ich. Und jetzt ist er tot.
dead. Two of them. Dr. Lee Jans hält ihre Arbeit für so wichtig, dass sie eine außergewöhnliche Vereinbarung getroffen hat, obwohl sie sich damit sehr unwohl fühlt, denn sie weiß, was kommen wird. Wenn ich sterbe, erwarte ich von meiner Familie, dass sie meinen Wunsch respektiert und meinen Körper dem Anthropologischen Forschungsinstitut zur Verfügung stellt. Es ist kein angenehmer Gedanke, denn ich weiß, was mein Körper dann alles durchmachen wird. Aber ich mache es trotzdem. Anfangs gab es nur wenige Leichen. Die Forschung lief auf Sparflamme und war abhängig von dem Verfallsprozess selbst. In den letzten 20 Jahren beobachtete man den Verfall von über 400 menschlichen Körpern. Eine Unmenge von Daten wurde gesammelt und inzwischen sehen die Wissenschaftler den Tod und seinen Platz im Zyklus des Lebens mit ganz anderen Augen. In dieser Forschungseinrichtung untersuchen wir den Tod und den nachfolgenden Verfall. Doch um uns herum blüht das Leben. Hier gibt es Singvögel in den Bäumen und alle Arten von Insekten. Natürlich auch viele Tiere, die verwesendes Fleisch aufsuchen. Es ist also kein Areal des Todes, sondern ein Areal des Lebens, des Wandels im Leben. Ein Leben, das selbst nach dem Zeitpunkt des Todes vorhanden ist. Die Leiche, die Robin Miller beobachtet, steht am Anfang einer Kette von dramatischen Veränderungen. Während dieser Vorgänge werden wichtige Erkenntnisse über den Zerfallsprozess einer Leiche gewonnen. Diese Erkenntnisse sind natürlich nicht nur wichtig für die Grundlagenforschung. Sie helfen vor allem, wenn es darum geht, Mordfälle zu lösen und die Täter zu finden und zu verurteilen. In dem Augenblick, in dem wir sterben, fängt der Zersetzungsprozess unseres Körpers an. Doch die Geschwindigkeit des Prozesses ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Mit dem Verfall dieses Leichnams wird einer dieser Faktoren näher untersucht. Der Körper wurde nach dem Wunsch des Verstorbenen von seiner Familie zur Verfügung gestellt. Früher hatte er Familie und einen Namen. Jetzt ist er, um seine Identität geheim zu halten, nur noch Leiche Nummer 3101, die 31. Leiche des Jahres 2001. Die Jungakademikerin Robin Miller hat sich auf forensische Anthropologie spezialisiert und damit einen großen Teil des Jahres verbracht. Nummer 3101 ist das sechste und letzte Forschungsobjekt. Hebt seine Beine hoch und zieht ein Bein nach dem anderen an. Eine hält dann die Beine oben und die andere zieht die Hose hoch. Dr. Millers Projekt beschäftigt sich mit einer scheinbar einfachen Frage. Verwest eine bekleidete Leiche genauso schnell wie eine nackte? In den meisten Versuchen hier sind die Leichen nackt. Doch im richtigen Leben, in dem Wissenschaftler mit der Polizei Verbrechen aufklären, ist eine Leiche oft gekleidet. In der Hälfte aller Fälle, die wir hier in den Vereinigten Staaten bearbeiten, sind die gefundenen Leichen bekleidet. Meine Forschung beschäftigt sich also mit der Frage, können wir unsere Daten auch auf diese Funde anwenden, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen? Eine Leiche anzukleiden ist eine Herausforderung. Besonders, wenn es ein schwerer Mann wie Nummer 3101 ist. Robin Miller hat Jogginghosen und T-Shirt gewählt. Die Bekleidung ist dehnbar. Jedes Kleidungsstück in ihren Versuchen ist aus Baumwolle, damit die Daten vergleichbar bleiben. Dr. Millers Studien beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von Kleidung und Verfall über den Zeitraum eines ganzen Jahres. Ihre Ergebnisse könnten helfen, Mordfälle zu lösen, besonders dann, wenn die Lösung des Falles von der genauen Bestimmung des Todeszeitpunktes abhängt und dem Mörder nur dadurch seine Tat nachgewiesen werden kann. Ob die Leiche vergraben oder in einen Schacht geworfen wurde, ob sie im Wasser lag oder zerstückelt und weit verteilt wurde. Wie lange liegt sie schon dort? Kann man den genauen Todeszeitpunkt bestimmen? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Am Anfang seiner Karriere beschäftigte sich Dr. Marx mit den Toten aus früheren Jahrhunderten. Doch allmählich wandte sich sein Interesse mehr gegenwärtigen und dringenden Fällen zu. Ich fing an mit archäologischer Anthropologie. Ich untersuchte Hügelgräber. Es ist spannend und irgendwie romantisch, wenn man Skelette in indianischen Hügelgräbern untersucht, die 500.000 oder 2.000 Jahre alt sind. Doch wenn man seine Erfahrungen dann auf eher moderne Fälle anwendet, in der forensischen Wissenschaft, dann wird man sofort belohnt. Denn es gibt Familien, Freunde, Partner und ein ganzes Rechtssystem, die auf deine Antworten warten. Der Laborkomplex wird streng bewacht. Überall gibt es Überwachungskameras und der Wachdienst patrouilliert 24 Stunden, damit die Toten und die Forscher wie Dr. Marx und Dr. Miller ungestört bleiben.
Die einzigen Eindringlinge hier arbeiten für Mutter Natur. Schmeißfliegen können den Tod bis zu 3 Kilometer entfernt riechen. Ist eine Leiche in der Nähe, sind sie sofort da. Die Insekten haben keine Zeit verloren und Leiche 3101 sofort besetzt, nachdem diese in das Labor kam. Basierend auf ihren bisherigen Untersuchungen hat Dr. Miller die Verwesung in 4 Phasen unterteilt. Phase 1 umfasst ungefähr den ersten Tag nach dem Eintritt des Todes. Phase 1 nennen wir auch das frische Stadium. Es gibt noch keine Madenaktivität, der Körper erkaltet und wir haben erste Anzeichen von Leichenwecken. Phase 1 bedeutet Versteifung, die Hautfarbe weicht, dann folgt Entspannung. Der Übergang von Phase 1 zu Phase 2 wird durch die Schmeißfliegen bestimmt. Sie kommen und legen ihre Eier. Aus denen schlüpfen dann die Maden und diese fangen an, den Körper zu verzehren. Für Nummer 3101 bedeutet Phase 2 ein Gewimmel von Insekten, Wespen, Schmeißfliegen und Maden. Wie die Raupe das Larvenstadium des Schmetterlings ist, so ist die Made das Larvenstadium der Schmeißfliege. Die Schmeißfliege sucht sich dunkle, feuchte Flecken für ihre Eiablage. Sie kann über 1000 Eier legen und nach 2 bis 6 Stunden schlüpfen dann die Maden. An seinem 4. Tag im Labor ernährt das Fleisch von Nummer 3101 bereits Tausende von Maden. Die Eier, die vor ein paar Tagen in der Nase abgelegt wurden, sind geschlüpft. Und jetzt fressen eine Menge Maden an seiner Nase, seinem rechten Ohr und seinem rechten Auge. Sie finden sich auch in seinem Mund. Und ich kann Eier auf seiner Zunge und im Bereich der rechten Wange erkennen. Die Proteine und Fette der menschlichen Zellen sind eine perfekte Nahrung für die Maden. Das Gewimmel der Insekten ist eine grausige Erinnerung an die eigene Sterblichkeit, genau wie der Geruch der Verwesung. Dieser wird verursacht durch das Freisetzen von Gasen bei der bakteriellen Zersetzung der Haut und des Körpergewebes. Den Gestank kann man höchstens mit einer Mischung aus ranzigen Gerüchen beschreiben, die unter anderem die Noten von nassem, ungegerbtem Leder und faulen Eiern enthält. Dr. Lee Chance sieht die fortschreitende Verwesung als einen natürlichen und sehr effektiven Vorgang. Wir werden geboren, leben unser Leben und dann sterben wir. Das ist allgemein bekannt. Doch die Menschen neigen dazu, nicht darüber nachzudenken, was nach ihrem Tod mit ihrem Körper geschieht. Es ist kein angenehmer Gedanke und die Menschen verdrängen ihn. Und doch ist es ein wichtiger Teil unserer Existenz als biologische Wesen. Wenn ich arbeite, sehe ich den Tod als rein organischen Vorgang. Das hilft mir, meine Forschung oder einen Fall, an dem ich arbeite, von meiner Person fernzuhalten. Es sind diese Verhaltensweisen, die einen geistig gesund halten. Würde ich die Dinge an mich heranlassen, wäre das sehr verstörend. Sehen wir den Tatsachen ins Gesicht. Diese Überreste waren einmal ein Mensch, der gelebt hat wie du und ich. Und jetzt ist er tot. Dr. Lee Jans hält ihre Arbeit für so wichtig, dass sie eine außergewöhnliche Vereinbarung getroffen hat, obwohl sie sich damit sehr unwohl fühlt, denn sie weiß, was kommen wird. Wenn ich sterbe, erwarte ich von meiner Familie, dass sie meinen Wunsch respektiert und meinen Körper dem Anthropologischen Forschungsinstitut zur Verfügung stellt. Es ist kein angenehmer Gedanke, denn ich weiß, dass mein Körper dann alles durchmachen wird. Aber ich mache es trotzdem. Anfangs gab es nur wenige Leichen. Die Forschung lief auf Sparflamme und war abhängig von Leichen nicht identifizierter Personen, die der Bezirk zur Verfügung stellte. Doch 1994 änderte sich das schlagartig. Das Institut von Dr. Bass spielte eine wichtige Rolle in einem Krimi, der zum Bestseller wurde. Und der Spitzname, benutzt von Polizisten und FBI-Agenten, wurde zum Titel des Buches: The Body Farm. Das Personal war bestürzt. Es ist irgendwie respektlos. Das Geschenk, das uns diese Menschen machen, wird nicht gewürdigt. Doch der berüchtigte Spitzname hatte zumindest einen Vorteil. Seitdem rufen viele Leute an und sagen, ich möchte später meinen Körper der Bodyfarm zur Verfügung stellen. Ich korrigiere diese Menschen nicht. Wahrscheinlich haben wir die große Zahl an Körpern, auf die wir heute zurückgreifen können, nur wegen diesen berühmten Spitznamen. Und die zur Verfügung gestellten Körper führen zu neuen Erkenntnissen.
Zu den wichtigsten gehören die Fortschritte im Bereich der forensischen Entomologie. Wie interagieren Insekten und Leichen? Ein Archäologe kann bestimmen, wann eine Zivilisation unterging, indem er sich durch die Abfallstätten von Generationen gräbt. Ein forensischer Entomologe kann den Todeszeitpunkt bestimmen, indem er die Generationen von Insekten zählt. Ein Weg zur Bestimmung der Zeitspanne ist, die Maden zu sammeln. Man sucht die größten Maden, denn die sind die ersten, die geschlüpft sind. Damit kann man gut bestimmen, wie lange der Mensch tot ist. Ungefähr 14 bis 21 Tage, abhängig von der Temperatur und anderen Umwelteinflüssen, denen die Leiche ausgesetzt war. 1999 wurde Dr. Bass von der Staatsanwaltschaft in Mississippi gebeten, den Todeszeitpunkt bei einem besonders brutalen Mordfall zu bestimmen. Jemand hatte eine junge Familie ermordet, den Mann, seine Frau und die junge Tochter. Der Hauptverdächtige, ein Verwandter der Opfer, war Begünstigter einer Lebensversicherung von einer $250.000, die auf die Tochter lief. Man sagte Dr. Bass, der Mann habe ein Alibi für die 2 Wochen vor dem Fund der Leichen. Der Verdächtigte sagte auch aus, dass er 2-mal versucht habe, die Familie zu besuchen. Mitte November und wieder Ende November. Er gab zu, am Tatort gewesen zu sein, es wäre aber nie jemand zu Hause gewesen. Die Kenntnis des Todeszeitpunktes war also sehr wichtig. Ich bat sie, mir Bilder vom Tatort zu schicken, auch die Fotos der Leichen. Dr. Bass suchte nach den Spuren von Insekten und berücksichtigte dabei, dass die Leichen in einem geschlossenen Raum lagen und nicht draußen. Die Schmeißfliegen sind außerhalb des Gebäudes. Sie brauchen ein paar Tage, bis sie merken, hey, da ist eine Leiche oder sind ein paar Leichen in dem Haus. Wie komme ich da rein? Schließlich fand Dr. Bass den fotografischen Beweis. Eine leere Hülle, die Maden zurücklassen, wenn sie sich in Fliegen verwandelt haben. Auch Puppenhüllen genannt. Das bewies, dass nachdem die Fliegen den Leichnam gefunden hatten, mindestens 14 Tage vergangen waren, damit sich die Maden zu Fliegen entwickeln konnten. Der Report von Dr. Bass legte den Todeszeitpunkt der Familie in den November. Und das Datum stimmte überein mit dem Datum einer der Besuche, die der Verdächtige zugegeben hatte. Die Schmeißfliegen bewiesen, dass der Verdächtige die Gelegenheit hatte. Die Versicherungspolice stellte das Motiv. Er wurde wegen Mordes angeklagt. Es gibt dir ein gutes Gefühl, dass du die Lösung aus den wissenschaftlichen Daten herauslesen kannst. Das habe ich getan und ich kannte die Menschen gar nicht, die in den Fall verwickelt waren. Ich konnte ein Ergebnis herauslesen, das exakt mit den Gegebenheiten dieses Falls